Mit Sigmara und Trainer Ache Postumus. Gratulation. Ja, nein, wir finden mooi. Video. Ja, Video. Ah, Video. Video. So, da kommen die nächsten Liga. Ache Postumus mit die Wertung. Danke, danke. So, wir sind jetzt auch da. Wir laufen lieber. Wir laufen lieber. Hage, erstmal herzlichen Glückwunsch. Danke. Liberto, läuferisch war er heute überlegen. Warum ist er nicht schon eher nach zum Delftrap gekommen, so wie er sich gezeigt hat? Oh, dann hatte ich immer Rennen in Woche da und die geht ganz gut. Aber jetzt hat er 4 Wochen wieder kein Rennen. Aber es war ja nicht so schlimm, da hat sich ja gelohnt. Nein, ich denke, der läuft gut. Hage, du machst am Ende des Jahres, wirst du deine Rennlaufbahn beenden. Wirst du dann komplett aufhören oder sehen wir dich dann ab und zu nochmal so als Gast? Nein, ich bin komplett da. Sehr schade, ich entlasse dich. Ich hoffe, dass du noch einige Male im Winter Circle vorbei durch die Blumen den Besitzer geht. Hier einen herzlichen Applaus bitte für Ago Postumus, der jetzt am Ende des Jahres in Rente gehen wird. Ich hoffe, dass Ago bis dahin noch einige Male hier in Gelsenkirchen vorbeischaut mit seinen Pferden. Hier einen herzlichen Applaus bitte für Liberto und für Ago Postumus. Wird offenbar nicht getäuscht. Heute hat es dann geklingelt zum ersten Mal für den Team Mokoson-Besitzer Ramon Brinkmann, Trainer Jannik Janssen, Züchter Franz Ottersberg und Siegfahrer Tom Kreumann. Ich schnell, das ist nicht wahr. Nein, da haben wir eine. Okay, komm erstmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Tom, heute war ein passendes Rennen, was frühzeitig das Tempo an der Spitze angehoben ist. Ist ja so ein Typ Dauerläufer. Ich war aber nicht sehr gut, mit Respekt. Ich habe noch meinen, ich bin heute Favorit. Fahr los. Er ist ein bisschen ein schlauer Junge. Er macht von alles, aber gewinnen macht er nicht. Das letzte Mal war er auch. Er ist nicht weit weg vom Sieg. Eine Länge. Ich habe noch meinen, ja, er muss erst geendet. Auch da hat er noch geendet. Er hat das gemacht, wirklich. Also glaubst du auch, dass er ja so vom Charakter ein bisschen schwierig ist, dass er das Können hat, aber dass er noch nicht 100% gibt? Die laufen schon alle zu spät. Normalerweise mit 4 Jahren, die ich jetzt habe. Ich nicht so lange noch so schwer noch nie trainieren. Vielleicht wird er 6 Jahre laufen können. Das ist gesehen. Gut, heute hast du gewonnen. Zweiter Sieg. Herzlichen Glückwunsch, Tom Kreumann. Herzlichen Glückwunsch an Mörder. Vielen Dank. Gut, Tom kommt gut in den Start. Herzlichen Glückwunsch an den Besitzer und Trainer, an den Jan-Henk Janssen. Parade in 3 Minuten, noch 3 Minuten. So, großer Bahnhof für Maurix, ganz eher, die Besitzer sind da, Heller Hendrix ist da, der Fahrer ist natürlich auch da, Jochen Neuschuh. Ja, Jochen, machen wir noch ein schönes Foto mit den Besitzern. Muni von Pilzer. Ja, Jochen, zweiter Tagessieg. Hätte schlechter laufen können heute, oder? Das ist so, ja. Und noch eine kleine Waffe haben wir, vielleicht klappt es auch nochmal. Der war riesig, selbst nachdem die Fehlstarts hat er sich einigermaßen genommen.
Er war ein bisschen phlegmatisch zum Schluss, aber ist gerade noch nach Hause gekommen. Robin war fast da, aber es hat gerade noch gereicht. Er ist ein großer, schlaksiger Typ. Denkst du, dass er sich noch weiter steigern kann, wenn er noch ein bisschen zulegt, muskulaturmäßig und kraftmäßig? Da gehe ich fest von aus, weil er hat einen riesigen Läufer und du merkst am Schluss, dass die Hinterhand ein bisschen wackelig ist. Und ich habe jetzt wirklich gar nicht geguckt, wie alt er ist und gar nichts. Ich habe mich draufgesetzt und losgefahren. Und ja, ich glaube, der wird noch ein bisschen besser werden, auf jeden Fall. Eine Frage an den Besitzer. Sitzt der Jochen auch nächstes Mal wieder im Sulki? Ja, das Beste. Super, alles klar. Dann lasse ich euch mal wohlverdiente Siegerfahrer hier jetzt wieder nach Hause. Wir dürfen heute der Siegfahrer Jochen Holschuh. Und der Besitzer ist Firma Hendrix Trucks.